Hallo und grüß euch. Ich glaube, heute ist ein Thema, hoffe zumindest einmal, was sehr viel interessieren könnte. Weil erstens einmal ist es ja immer so schwer, diese Dinge zu benennen, beim Namen zu nennen. Es wisst ja, eine Sache fließt in die andere. Aber heute geht es eigentlich um das, deswegen habe ich mich jetzt da unter den Baum eingestellt. Ich werde einen Teil von meinen Blumenwiesen jetzt mähen. Jetzt schrillen natürlich bei vielen die Alarmglocken. Um Gottes Willen, wieso mäht er jetzt seine Wiesen? Ist mir jetzt zu wissen, vielleicht war es bei euch auch so ähnlich. Heuer hat es bei uns sehr, sehr viel geregnet. Es war zum Teil sehr stürmisch. Jetzt haben sie große Teile der Blumenwiesen zum Teil wirklich so richtig schön flach hindruckt und hingeplättet. Und ich habe auch ein paar Bereiche, zum Beispiel jetzt da unter dem Baum. Es ist eine Erle übrigens, ein wunderschöner heimischer Baum, wo es eigentlich relativ feucht ist vom Boden, wo aber sehr wenig Vielfalt ist. Weil ich diese Pflanzen einfach vielleicht auch noch nicht so im Garten habe. Da, wo es wieder sonniger ist, da kommt dann wieder der Toast in Massen. Das heißt, heute zeige ich euch einerseits, ich mähe so ein Stickerl. Das ist vielleicht jetzt nicht so großartig, was zum Herzeigen. Aber dazu euch dann auch, wieso ich das mache. Und ich zeige euch, wie man sogenannte Initialbepflanzungen in solche Fleckerln, die man dann ausgemacht hat, setzt, wie man das etabliert, und von dort aus wird sie dann über die nächsten Jahre die Vielfalt ausbreiten. Ja, ich könnte mir vorstellen, wie ich schon eingangs erwähnt habe, dass das eben jetzt wirklich für ein paar interessant sein könnte, weil es schreiben mir relativ viele Leute wieder, ich soll mal was für den Schottingbereich machen, ich soll mal was machen, was man unter Bäume setzen kann oder zu Hecken zu. Das ist ja gar nicht so leicht. Bei mir schicke ich vielleicht noch voraus, sind die Böden eher schwer, eher lehmig, eher Richtung nährstoffreich. Ihr seht, wie meine Wiesen heuer aufgeschossen sind. Ein unfassbares Durcheinander momentan, wie es sich alles niedergehaut hat. Ich glaube sogar, dass da, schaut halt so aus, ganz gern ein Reh schläft. Es hat sich diese Stelle hier ausgesucht. Zumindest schaut es so aus, ich weiß nicht, kann leicht sein, hier und da haben wir einen Garten. Aber jedenfalls, ich sehe zwar nur eine da unten einer, weil das wird eh so ein cooles Monsterteil. Da will ich nicht mehr setzen, der wird sich dann eh schön ausbreiten. Ich zeige euch da noch andere Pflanzen, die das ganz gut gemacht hat. Und stelle euch aber vielleicht, habe ich mir gedacht, ich stelle mir so eine Kistel zusammen. Einfach eine Mischung an Pflanzen, die für solche Standorte ganz gut funktionieren. Aber jetzt hole ich im Balken mehr. Da werden wir mal schnell aufräumen. Wie ich mir einen gekauft habe, habe ich eine halbe Stunde gesucht, wie ich ihn anschalte. Aber mein Sohn ist genauso gegangen. Und der ist ja ein sehr versierter Maschinenmensch, im Gegensatz zu mir. Das geht wirklich easy, so dass man sie, das ist die Kunst, dass man sie beherrscht, dass man nicht alles niederprackt. Aber das geht natürlich nicht. Ich habe voriges Jahr, habe ich über den ganzen Sommer überhaupt nichts nieder, die letzten zwei eigentlich, habe ich nie mähen müssen, weil es wirklich sehr trocken war. Wir haben richtige, eigentlich kann man schon sagen, Dürren gehabt, und heuer ist alles anders. Heuer ist eher endlich wieder mal so, wie man es gewohnt war, als Kind, in seiner Kindheit. Hat es im ganzen Sommer auch schöne Wochen gegeben, da warst du im Freibad.
Ich weiß das gut, weil meine Oma hat das Freibad gepachtet, also die Ausschank. Ich war ein Freibadkind. Aber ich schweife ab. Heuer ist richtig in die Hechen geschossen. Wir haben heftig viel Schnecken, ist halt so. Aber sie dann an in der Blumenwiesen nicht weh. Das ist eigentlich wurscht. Aber eben durch das hat sie es zum Teil halt ziemlich niedergedruckt. Und ihr müsst euch vorstellen, das Gras liegt ja jetzt dann noch monatelang bis in Herbst. Und das ist natürlich dann auch nicht so ideal, weil jeder will was anderes. Ich will möglichst viel Blüte. Und in den Bereichen, wo ich merke, es ist eh nur Gras und kaum andere Blütenpflanzen, da steht es dann schon dafür, dass man so einen Zwischenschnitt im Sommer macht. Man kriegt das hohe Futter weg, das hohe Gras und schafft wieder Freiräume, wo dann vielleicht wieder, es ist nämlich jetzt die super Zeit, jetzt wird alles schon langsam reif mit der Aussaat. Flockenblume, schwarze Flockenblume, Toast und so weiter, das saht jetzt alles aus schon langsam. Und da schafft man dann freie Stellen dafür. Und hoffentlich kommt bitte der Maulwurf und macht ein paar schöne Hügeln, dann keimt es noch besser. Ja, da bin ich ein bisschen, da war ich übereifrig. Da habe ich den Toast erwischt. Gut. Ein bisschen Doping für zwischendurch. Ich habe ja vorher kurz, glaube ich, angedeutet, es gibt da schon eine Pflanze, die sich da sehr wohl fühlt. Auf wie zur Entzun ist der Toast. Der wird allerdings limitiert durch die Erle da, weil die macht eben sehr viel Schatten und das mag der Toast nicht. Der bleibt da ungefähr stehen, wo es schattig ist. Ah, schau, da kommt sogar eine Nuss, da kommt der Nussbaum. Ah ja, der wird leider fallen müssen. Es tut mir leid, das ist ein Blumenwiesen und kein Nussbaumrevier, so leid es mir tut. Aber eine geile Pflanze, die da drinnen ist, naja, da unten sieht man es nicht so, das ist das Ding da, das ist eine Knauzie. Ich weiß bis heute noch nicht genau, welche Knauzie das ist. Da habe ich mal von meinem Vater ein paar Samen mitgenommen und habe die da ausgestrahlt. Es ist jedenfalls keine Waldknauzie, also kein Knauzie Maxima. Dürfte irgendein anderes Teil sein, was ein bisschen kleiner ist. Deshalb habe ich es noch nicht im Sortiment, aber irgendwann, wenn es mir gelingt, vielleicht mit einem Botaniker Rücksprache zu halten, wenn ich weiß, was das ist, dann darf ich es gern vermehren, weil die ist echt cool. Da habe ich eine einmal gehabt und dann bin ich eben dann im Herbst gegangen mit den Samen und seitdem macht die da so richtig ihr Revier, da bis da oben und das ist lässig und die blüht lang. Aber eben da, ich schweife ab, ihr seht es, da herunten ist schon ziemlich schattig. Trotzdem wächst alles sehr gut, weil wir haben schwere, lehmige Böden und da soll jetzt eine Initialpflanzung herkommen. Klingt natürlich unplausibel, weil da das ganze Gras so kräftig ist und stark, aber das funktioniert wirklich. Es braucht nur Pflanzen, die stark sind und es müsst ihr vorher den Bereich, wo es das setzt, entsprechend schon vorbereiten und das machen wir jetzt. Das Heu kommt natürlich alles weg, könnte man theoretisch und dann Baum ist schwer, aber in der Sonne. Man kann es trocknen, war ein super Hosenfutter. Ich werde es wahrscheinlich die Händeln dann einlegen, wenn es trocken ist. Das mögen sie, ich weiß es. Das mögen sie wirklich. Wenn sie ein frisches Heu haben, dann gehen sie zuerst so rein. Das taugt ja. Mögen sie mir auch. Ist das oben? Mögen sie mir auch. Eine frische Bettwäsche, oder? Ist ja gemütlich. So, da habe ich ein Schneisen aufmachen müssen, weil da ist eigentlich mein siebter Komposthaufen, dass ich da wieder dazukomme und dass ich dann die Himbeeren ein wenig ernten kann. Außerdem tut man die Schnecken vielleicht mit Fragezeichen ein bisschen, naja, dezimieren nicht, aber vielleicht sind sie dann nicht ganz so lästig da. Ich sehe jetzt da einen meiner Lieblinge. Naja,
sind alle meine Lieblinge. Wir taugen eh alle. Aber der Salbei ist halt wirklich cool, ist ein echt cooles Teil. Erstens wächst er da bei uns im Wald, vielleicht waren da Airbirds dabei, wenn wir den gezeigt haben. Und der Salbei ist halt wirklich eine lässige Pflanze, weil er so eine wertvolle, eigentlich Hochsommerblüher oder Spätsommer. So, da würde ich mal sagen, frühestens Ende Juni, eher Juli, dass er zum Blühen anfängt. Juli, August, September, so um und um. Und das Besondere an dem Salbei, es ist der klebrige Salbei. Noch klebt nicht recht was, weil die Blüten noch nicht ausgebildet sind. Aber der klebrige Salbei, der geht eher so im natürlichen Standort, so Mischwälder würde ich mal sagen, schattig bis halbschattig. Also das ist ideal. Und der mag es auch vom Boden eher feucht, nährstoffreich, geht genauso auch die halten lange Trockenheitsperioden auch super aus. Aber wenn ihr einen Boden habt, der eher frischer ist, vielleicht nicht ganz zu trocken, dann ist der super. Wenn der Boden relativ viel Feuchtigkeit hat, dann könnt ihr sogar einigermaßen sonnig setzen. Wenn der Boden entsprechend, so wie bei mir, wird er sicher ein Monster, weil ich habe feuchte Böden, die eher nährstoffreich sind, lehmig, tiefgründig. Yes, wird einmal sicher so ein Teil. Da würde ich mal sagen, ein Meter wird er werden, vielleicht sogar 1,20 Meter. Je magerer die Böden sind, je trockener übers Jahr, je tiefer der Schatten, klar, desto kleiner bleiben sie, logisch. Aber das ist echt eine super Pflanze. Übrigens, genau das war vielleicht auch einmal ganz witzig, man nennt das Verwildern. Also wenn man so eine Pflanze aussetzt, ist ein komischer Ausdruck, dann tut sie sich verwildern im Garten. Also der wilde Garten haben wir wieder. Sie fängt an zu wandern und das nennt man Verwildern, wenn sie sich selbst aussät und dann an den verschiedenen Stellen aufgeht. Der Gärtner sagt dann verwilderungsfähige Pflanzen und ich werde euch dann noch einen Schwung vorstellen von solchen verwilderungsfähigen Pflanzen. Und der Salbei ist ganz besonders verwilderungsfähig, weil er sehr viel Samen bildet. Aber jetzt zeige ich euch einmal, wie man so einen in so eine Fläche setzt, dass er nicht gleich wieder aufgibt. Es gibt angeblich Menschen mit schlechtem Vorstellungsvermögen. Man könnte sich, wenn man das an mehr Stellen macht, einfach sie ein bisschen ausstecken, wo man einen haben will. Ich werde das symbolisch machen, weil es ist ganz lustig, wenn man wirklich sagt, okay, ich habe ein paar Flecken, ich stecke es einmal einfach an, dann zählt man, wie viele Steckerl bringe ich zusammen. Und nachdem kann man dann schauen, ich werde jetzt hier die ultimativ beste Stelle aussuchen. Zack! Da kommt einer her und am zweiten setze ich noch ein bisschen weiter unten, weil da habe ich meinen Weg, da gehe ich immer vorbei, sofern ich noch gehen kann, weil alles zuwächst. Und das war eben ganz schön, wenn der dann so ein bisschen da rauswächst. Das heißt, am zweiten tue ich da herunten hin und jetzt werden wir da einfach das entsprechend so vorbereiten, wie ihr es auch daheim machen könnt, dass die Pflanzen dann auch da langfristig wächst und ihren Dienst tut. Und der Salbei macht das hervorragend. Super, super Hummelpflanzen, Bienenpflanzen, vielleicht nicht so, weil im Wald ist es finster, aber da kommen sicher die Bienen auch, weil da ist ein Haufen da. Aber die Hummeln, die stehen voll drauf. Also, es ist denkbar einfach. Ich habe natürlich dort, wo die Pflanzen gesetzt werden sollen, einen ziemlichen Rasenfilz, der muss weg, weil die Pflanzen soll sich ja da entwickeln können. Es wird dann eh wieder zuwachsen, das ist uns egal, weil der Salbei ist eh ein bisschen ein Raudi. Der macht sich da seinen Platz dann eh selber. Und das kann eh ein buntes Mischmasch sein. Man sieht auch, wenn man da jetzt genau schaut, sind überall so Stellen, wo keine Vegetation ist. Da schaut man eine lehmige, tonige Erdevierer. Das sind dann so Stellen, wenn das Samenkorn hinfällt, da keimt es dann und da geht dann eben der Salbei auf Wanderschaft. Er verwildert. Ich mache da so kleine Felder, die ich ausserstich. Ich würde euch empfehlen, in etwa 30x30 cm Minimum. Das könnt ihr es ein bisschen größer auch machen. Dann hat er ein bisschen eine Zeit, wo er sich einwachsen kann und wo er nicht gleich wieder von links, rechts, oben, unten das Gras konkurrenzmäßig zuwächst. Also es nehmt diese Flächen einfach außer. Wie euer Ästhetikempfinden gestrickt ist, weiß ich nicht. Es dürft es rund machen, es könnt es auch eckig machen, es könnt es von mir aus auch ein Dreieck machen. Ist mir alles wurscht. Ein X könnt es auch machen, wenn ihr ein großes X macht, ein riesiges. Oder wenn ihr frisch verliebt seid, so wie ich, und hier zwei symbolische klebrige Salbei setzt, könnt ihr sogar ein Herzerl machen. Wieso nicht? Kann man alles machen. Ich mache ein Quadrat,
weil der Spotten ist gerade und das ist am netten zum Ausstechen. Und ich mache es, keine Ahnung, 30x30, 40x40. Dann tue ich die Großnamen weg, die kommt auf den Kompost, ist ein super Kompostinitiator, da sind viele Bakterien und so weiter drin, schmeiße ich aber am Kompost. Und dann, was schon wichtig ist, wenn ihr den Salbei dann letztendlich setzt, dass den Boden gut ein bisschen in die Tiefe zumindest auflockern. Ich mache das ganz gern mit einer Grabgabel, weil die einfach tiefe Zinken hat und die geht leichter rein. Nicht den Boden umstechen, wie man es früher gemacht hat, weil dann drast im Prinzip die tiefen Schichten nach oben und der Boden sollte schon möglichst so bleiben, wie er eigentlich ist. Der ist jetzt im Gleichgewicht und wir dann nicht das Tiefe aufholen. Das machen wir nicht, sondern wir dann in die Tiefe auflockern, damit Sauerstoff rein kann. Dann wurzelt sich der Salbei schneller an, weil Luft ist das A und O einer gelungenen Pflanzung. Auch wenn er dazwischen wieder mal nass hat, er will bei den Wurzeln nicht anfaulen. Und Sauerstoff, das ist immer wichtig, wenn er kriegt. Also so bereite ich das vor, dann setze ich den und nachher tun wir noch ein bisschen, also im Anschluss daran, so wollte ich das ausdrücken, werden wir ihn noch mulchen. Es kommt ein bisschen ein, das zeigt, was ich jetzt gemacht habe. Die Dinge, die ich gerade abgemäht habe, die verwende ich dann zum Abdecken. Kommt eine pfiffige Mulchschicht drauf, nicht? Müssen wir mal ein bisschen gucken hier. Tipp in der Mitte drinnen. Es könnt diese Grasnarbe, das Oberstecht, auch verwenden, um sie unten hinzulegen. Gerade in so Böschungen, hier, glaubt man es, ist eine Ausnahmesituation, da ist immer feucht, immer nass. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt das Wasser zurückhalten, aber es zahlt sich aus in so Böschungen oder Bereiche, wo man weiß, man hat vielleicht nicht so viel Niederschlag, die Böden sind eher tendenziell schneller austrocknet. Dann kann man das Material natürlich super nehmen. Ich sehe, was ich da für einen Ton habe. Das ist ganz schöne Kugeln machen. Und das lege ich dann da unten so hin. Dann habe ich eine Barriere fürs Regenwasser. Dann hält sich da das Wasser länger. Wenn das nicht ist, dann rinnt das Wasser gleich so weg. Das ist bei mir auch okay, weil es eben da irgendwo druckt da so ein bisschen so Quellwasser raus. Da ist es jedenfalls immer feucht. Also da muss ich das nicht machen. Mein Herz schlägt für den klebrigen Salbei. Auch noch viel mehr. Viel, viel mehr. Aber auch ein bisschen für den klebrigen Salbei. Jetzt locker es ein bisschen in die Tiefe auf. Es wird sich sowieso wieder komprimieren. Das dann die Böden. Braucht dann wieder eine Zeit lang. Komprimieren sie selber. Dauert oft erstaunlich lang. Aber es ist ganz gut. Das sind wirklich, wirklich schwere Lehmböden. Hörst du das? Unglaublich. Und da ist es nicht schlecht, wenn man ein bisschen das einfach so nach unten hin auflockert. Weil das ist ja kein gefräster Boden oder sowas, der irgendwie eine angenehme Krümelstruktur hat. Das ist der richtig schön lehmige, batzige Boden. Und da bringe ich einfach so ein bisschen Luft rein. Dann geht es viel schneller, dass es sich einwurzelt. Wenn man Pflanzen setzt, ich werde sicher mal ein Special machen, übersetzen. Aber das werden wir dann einfach genauer thematisieren. Aber wenn man setzt, sollte man immer ein kleines Messer dabei haben. Geht dann mit der Bamschau. Wenn die Pflanzen schon, so wie der, recht gut verwurzelt sind, das nennt man Kreiswurzelbildung irgendwie so. Die wachsen in dem Topf im Kreis immer mehr. Meine, der ist eh noch nicht schlimm verwurzelt. Aber eigentlich ganz schön. Und man tut ihm diese äußerste Schicht so ein bisschen aufrauen, aufkratzen. Das ist wichtig, bevor man setzt. Und dann setzt ihn. Mit dem regst du die neuerliche Wurzelproduktion an. Und dieser Wurzelfilz, wenn man da nichts tut,
der verhindert das. Also da sie wurzeln sich schon an, aber es dauert viel länger und so beschleunigt man das, ist eine super Sache, wenn man das so tut. Der ist jetzt schön feucht, den brauche ich jetzt da nicht vorher eingießen. Wenn der trocken war, nehmt einen Kübel Wasser, stützt ihn rein, dass er sich schön ansauft, dass er richtig angesoffen ist und nachher sitzt es erst. In dem Fall jetzt ist er noch schön nass, es hat vorgestern, glaube ich, hat es den ganzen Tag durchgeregnet noch, die Erde ist auch schön nass und jetzt sitzt man. Es ist sinnlos. Das ist wirklich der absolut reine, blanke Lehm. Aber ich weiß ja, ich kenne ja meine Pappenheimer und dem klebrigen Salbei ist das wirklich wurscht. Es gibt vielleicht auch andere Pflanzen, die ein bisschen empfindlicher sind beim Sitzen, aber nicht dem klebrigen Salbei. Übrigens, dieses Klebrige, man vermutet, man weiß es natürlich nicht genau. Man hat ja keinen, den man fragen kann, weil die Evolution sagt das nicht. Aber dieses klebrige Zeugs, was dann unter diese Blüten oder im Blütenbereich ist, das vermutet man, sollte einfach Tiere abhalten, die nicht unmittelbar für die Bestäubung zuständig sind. Übrigens so ähnlich wie bei der Pechnelke, da glaube ich, haben wir das auch einmal gesagt. Und ich habe es gelesen, ich gebe es zu, aber man kann den scheinbar, diese klebrigen Salbei, wenn man selber viel im Garten hat, war ja das ein Thema, im Haus umdraht, an die Decken hängen. Es kennt sie sicher, Retro Extrem, 70er, 80er Jahre, diese Drahtenfliegenfänger, Wahnsinn, ganz schwarz sind sie runtergehängt. Aber sowas war vielleicht eine Idee, wenn man irgendwo, keine Ahnung, Räumlichkeiten hat, wo sowas ein Thema ist, könnte man es einmal probieren. Funktioniert scheinbar gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen andrucken, ich tue es nicht zu extrem andrucken, weil wir wollen eine Luft im Boden lassen. Hat alles wieder Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, wenn ich nicht sehr viel andrucke, es trocknet schneller aus, aber das passiert eben bei mir da sicher nicht. Das ist ein ganz nasses Zeug. Ja. Und jetzt mache ich trotzdem eins. Ich gebe ihm oben einen Hauch, ein Häuchchen Schicht Kompost drüber. Ich hoffe, dass da schon was ist in meinem Komposthaufen. Da kratze ich mir unten ein bisschen was raus. Und dann tue ich eine Schicht drüber. Einerseits als Mulch, halt länger feucht. Andererseits ist sowas ganz gut, gerade bei so nährstoffliebenden Pflanzen. Nährstoffliebend. Wenn er so einen gescheiten Schuss, ein bisschen so einen Kompost kriegt, das braucht nur einen halben Zentimeter, Zentimeter stark sein. Das sickert dann ein mit dem Regen in die Erde und das motiviert wieder die Wurzeln, das Bodenleben, bla bla bla. Jedenfalls, das taugt einem und dann tue ich ein bisschen so von dem Zeug drauf, was ich abgemäht habe. Oft muss man nur ein bisschen überlegen. Man hat ja alles da, das ist das Praktische. Man muss sich nicht immer irgendein Zeug holen, irgendein Mulchmaterial. Ich nehme einfach da das abgeschnittene Gras, das lege ich drauf, dünne Schicht, fertig. Dann hat er schon alles, was er braucht. Und als ganz, wirklich ein ganz kurzes, kleines Intermezzo, da haben wir ein paar Pflanzen, die ihr euch schnell vorstelle, im Schnelldurchgang, die ihr eben auch für solche Standorte gut nehmen könnt. Ein bisschen schottig, mehr oder weniger schottig, darf ruhig mehr schottig auch sein. Böden nicht ganz zu trocken. Was soll das sein? Man glaubt es nicht. Es wird eine Glockenblume, die nesselblättrige Glockenblume, haben wir in den letzten Beiträgen gehabt. Perfekter Standort. Werde ich mir auch noch in die Wiesen einsetzen. Unbedingt. Ich muss das ein bisschen beschleunigen. Auch eine coole Pflanze, schattenverträglicher, wie man glaubt, die Bergflockenblume. Cyanus, glaube ich, heißt es jetzt da. Ich habe es noch gelernt unter Centaurea montana. Jetzt heißt es, glaube ich, Cyanus montana. Was weiß ich. Ich muss die Botaniker natürlich auch leben lassen. Bitte benennt immer Pflanzen um, dann haben wir wenigstens hier und da ein bisschen ein Gehirntraining. Die gehen natürlich auch super, Storchschnabel. Würde nur für so einen Bereich entweder einen Wiesenstorchschnabel oder den Waldstorchschnabel nehmen, Geranium pratense oder Silvestris. Es gibt noch einen Blutstorchschnabel, der mag es eher sonnig warm. Das ist was Schönes. Die Wiesenraute oder Waldraute Talictrum.
Das ist eine super Halbschattenpflanze, die solche Standorte auch sehr gern mag. Wunderschöne flierende Blüten, relativ früh im Jahr. So weiß, zart rosa, geht auch gut. Haben wir schon ein paar Mal gehabt heuer. Der zieht unfassbar. Vor praller Sonne, heiß, trocken, bis in schattigen Bereich, geht super. Bei den Händeln ganz einen schattigen Teil, da wächst der Zieht, taugt der am voll. Was haben wir noch? Ja, ein Riese für den Schatten. Noch größer wie die klebrigen Salbei. Das ist der große Wiesenknopf. Sanguisorba officinalis geht auch sehr gut für solche Bereiche. In meinem Schatten ist es halt oft so, dass die Sachen halt dann vielleicht kleiner bleiben oder nicht so reich blieren. Aber immerhin, du hast im Schatten auch ein bisschen was blüht. Schaut jetzt auch noch ein bisschen lächerlich aus. Das ist die Arzneiengelswurz Angelica Achangelica. Hält es auch relativ schottig aus. Wird dann vielleicht nicht ganz so hoch und imposant. Feuchter Boden, schottig, geht's gut. Gibt auch Angelica Silvestris, die Waldengelswurz. Die hält es wirklich schattig aus. Super, super Schattenpflanze. Haben wir heuer schon ein paar Mal gehabt. Aruncus, der Waldgeißbart. Der Name ist Programm. Wald, also der hält es wirklich schattig aus. Mag oder hält auch trockene Böden aus. Größer wird er auf die feuchten Böden. Puh, das ist ein Block, na servus. Ich glaube, ich muss irgendeinen Zwischenschnitt wieder machen. Ah, mein Liebling. Der macht einen seltsamen Knick. Was ist denn da passiert? Knauzia maxima, die Waldknauzie. Eben ähnlich wie meine Knauzie da, nur die wird noch viel größer. Tut sie auch sehr gut verwildern. Also wirklich einmal, wenn du das hast, eine gute Selbstaussaat. Medesüß. Okay, Medesüß eher natürlich von der Blütenwirkung her in der Sonne, hält es aber durchaus schattig aus. Man sieht es oft an so großen Wäldern am Rand, wo es recht nass ist, wo es feucht ist, weil vielleicht rinnt dann das Wasser so ein bisschen zusammen. Da wächst es Medesüß gern, braucht nicht so viel Sonne. Ein Liebling, der es wirklich im Schatten gut aushält, Halbschatten, schattig, Wurzelfütze, ist ihm alles wurscht, trocken, feuchter Boden, die Sterndolde, Astrantia, noch ein kleines Pflanzerl, super Blütenpflanze für den Schatten. Dann, was haben wir da? Ich muss selber überlegen, was ich für die Pflanzen da habe. Das ist der Gilbweiderich, Lysimachia vulgaris. Wahnsinnspflanzen. Die aber bitte setzt nur dann im Schatten, wenn es gut feucht ist. Wenn es feuchte Böden habt, dann funktioniert der wasserzügige Böden. Also wo es richtig so ein bisschen sprudelt, da hält das ganz gut aus, geht auch zum Teichrand, aber geht auch bis in den Schatten. Rote Lichtnelke funktioniert sowieso sehr gut im Schatten, die bliert eher im Frühjahr, das ist jetzt durch den Schnitt einfach, bliert es noch einmal nach. Silene dioica, sehr gut für solche Bereiche geeignet. Ja. Baldrian hat auch kein Problem mit ein bisschen an Schatten, ist ihm auch egal. Und fährt halt dann aus auf seine 2 Meter. Wenn es nass genug ist, ja, durchaus möglich, auch der Wassertrost, Alpatorium cannabinum, glaube ich, irgendwie so. Und eine haben wir noch, was haben wir denn da? Lytrum salicaria, bitte auch nur dann, wenn es einigermaßen feucht ist, der Boden, aber dann geht der sehr schattig. Ich wundere mich jetzt mal, wenn ich auffahre im Sommer, jetzt um die Zeit, wir haben da unten im Wald, ist ein Stöh, da wächst nur der Sumpfschachtelhalm, der ist richtig nass und der Lytrum, also der Blutweiderich, blitzt aus. Ganz ein schattiges Stöh im Wald, unglaublich, aber der funktioniert. Ja, das war einfach mal ein kurzes Sammelsurium. So, jetzt mache ich die zweite Pflanze. Ja, ich hoffe, auch euer Herz schlägt für, in dem Fall sind es die Halbschattenstauden. Das war jetzt einmal nur eigentlich so ein bisschen als Anregung gedacht, weil ja viele Leute eben so Wiesen vielleicht haben, wo sie sich denken, das war eigentlich schön, wenn da mehr drin blühen würde, wenn ich mehr Blüte einbringe. Und mit dem Samen ist schwierig, da keimt er dann nicht. Und da sind diese Initialpflanzungen eben gut. Die funktionieren auch gut. Du musst eben nur schauen, dass die Pflanzen eine Zeit lang frei hältst. Wenn jetzt das Gras rundum und um wieder sehr schnell aufwächst, hält es am Anfang ein bisschen frei und dann wird sich das ganz natürlich einfügen und seine Arbeit tun und richtig wild verwildern. Okay, das war es jetzt von mir, weil ich muss den zweiten endlich fertig eingraben, dass er in die Erden kommt, dann tue ich es nur mehr gießen. Das war es dann von mir. Aber da freue ich mich schon echt, weil das wird richtig lässig, wenn ich dann da runtergehe und mitten im Sommer dann
kann ich mich immer so ein bisschen am klebrigen Salbei erfreuen. Die meisten Pflanzen, ich glaube sogar die, die ich vorgestellt habe, haben wir ziemlich alle im Shop. Ich meine, Pflanzen gibt es noch viel, aber das waren halt alles heimische Pflanzen auch. Das ist halt das Schöne, dass wir da wieder ganz ideal unser System mit Bienen, Insekten und so weiter unterstützen. Der Schotten ist vielleicht immer so, ja, wird nicht so viel thematisiert, weil sich alles mehr in der Sonne abspült, in den sonnigen, kiesigen, trockenen Flächen, aber die hat halt nicht jeder im Garten. Und viele Leute haben Bäume im Garten und einen Schotten und sowas könnt ihr dann vielleicht einmal probieren. Also, wie immer, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Freuen uns natürlich über jeden neuen Abonnenten, aber riesig über alle, die schon so lange dabei sind. Echt cool bis jetzt, der gemeinsame Weg, den wir gegangen sind. Nein, schon lässig, taugt mir wirklich. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen was dabei, was umsetzen könnt. Und ich schaue jetzt, dass ich mein klebriges Kerlchen da noch in die Erde reinbringe. Ciao, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.